17. Juni 21. Herzlich willkommen. Die Bild hat sich gestern den Masken an Schulen angenommen. Fangen wir mal wieder mit dem Schluss am Anfang an. Seid so gut. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt doch mal auf Abo. Ja, ich nenne sowas Maskenterror an Schulen. Die haben da einige Bundesländer aufgeführt. Ich will jetzt bloß stellvertretend ein paar nehmen. In Brandenburg, ganz großzügig, dürfen die Grundschüler die Maske ablegen. Aber die Schüler ab der 7. Klasse müssen weiterhin im Gebäude Maske tragen. Aber sie, beim Sport zum Beispiel brauchen sie keine Maske. Ja, wie großzügig. Rheinland-Pfalz auch keine Maske, nur auf dem Weg zum Klassenzimmer, was auch immer da. Im Saarland fällt die Maskenpflicht, aber die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Naja gut, das ist CDU, ne, da mit Tests, Masken, Beraterverträge. Ne, da könnte man schon auf Ideen kommen, wenn man so mal schaut. Weil die Inzidenzwerte geben ja nichts mehr her. Wir wissen, dass bei den komischen Schnelltestzeug da dreiviertel die Fehlerquote ist. Wir wissen, dass symptomlose Menschen zu testen mit einem Schnelltest völliger Humbug ist. Wir machen es weiterhin. Anscheinend haben wir wegen zu viel Steuergelder in der Kasse oder so. Bayern natürlich wieder in Bayern, weil wir jetzt gleich ausführen. Ne? Diese Versagerregierung, diese Regierung aus 100% Vollversagern. Ich darf euch an den Fallschirm erinnern. Die Schüler haben keine Maskenpflicht mehr am Pausenhof und am Wandertag. Die sind auch nicht ernsthafterweise mit dem Deppenlappen im Gesicht auf Wandertag gegangen. Ich glaube, da sind die Lehrer genauso verblödet wie die Regierung. Da ist ja das Schuhwerk vom Lehrer das Intelligenteste. Mann. Weil wenn man sich dann vor so Nullnummern wie dieser Physikerin Priesemann beraten lässt, dann ist man einfach falsch beraten. Weil die gute Frau hat geäußert, eine reine Falschaussage, wenn man ein gutes Parfum oder Rauch wahrnehmen kann, kann man auch Aerosole aufnehmen. Dazu haben wir dann die Fachaussage eines Aerosolforschers, also mal eine ganz andere Nummer, jemand, der sich damit offensichtlich auskennt. Aerosole haben eine ganz andere Ausbreitungsdynamik als Parfum. Zigarettenrauch zum Beispiel hat mehrere hundert Milliarden Partikel pro Liter, Aerosole maximal 500.000. Der Aerosolforscher stellt fest, draußen passiert nichts. Und dann muss man jetzt die bayerische Staatsregierung federführend im Herrn Söder, dann haben wir ja dann nochmal so einen Kultusministerdarsteller für die Freien Wähler. Ne? Das ist ja also so dieselbe Luftpumpen, völliger zweckfreier Postenbesetzer, aber völlig zweckfrei. Ja, wie der Rest vom Haufen war. Da geht es um Postenbesetzen, sonst nichts. Und dann haben wir ja den Herrn Innenminister, der sich mal ein vor Ort ein Bild der Lage machen muss. Bah, der ist so. Ja. Er war taugenichts sein Leben lang und es zieht sich halt durch, weil sonst hätte er nicht Politiker werden müssen. Der Herr Herrmann. Anscheinend ist es Herrmann irgendwo das Wort für taugenichts in der Regierung. Hat sich da nicht so ein Greenpeace-Fallschirmspringer über dem Fußballstadion niedergelassen? Tja, liebe Staatsregierung, das war ja wohl Vollversagen im Amt, oder? Wie kann das sowas passieren? Hätte ein Terrorist sein können, ne? Selbstmordattentäter. Einmal darunter. Die Polizei hat ihn als Greenpeace-Aktivisten erkannt. Auch ein Terrorist kann sich ein Greenpeace-Logo auf seinem Schirm sprühen und dann darunter und einmal Säure rumgesprüht, zum Beispiel. Oder ein nettes Pömpchen da drin verteilt. Aber Mann, der hat als Innenminister nur kein Schusspulver taucht und das führt er durch. Weil außer Premium-Gaffer kann der nichts. Der kann einfach überhaupt nichts. Die stellen möglichst langsam dumme Reden halten, aber sonst ist der völlig zweckfrei. Aber das hat er ja mit seinem Chef gemein. Und Greenpeace, ja. Naja, man weiß ja, dass Greenpeace mit Umweltschutz mittlerweile gar nichts mehr gemein hat. Das ist so wie wenn ich die Grünen wähle, wenn ich was für einen Umweltschutz da will. Dann habe ich einmal komplett das Falsche gemacht. Ja? Greenpeace ist mittlerweile nur noch eine Geldsammelaktion, aber sonst gar nichts. Eine linksradikale Geldsammelaktion. Sieht man ja da. Weil ich denke mal, wenn man Umweltschutzgedanken hat, Umweltschützen will,
Und man ist so eine große Organisation, dann gibt es durchaus Möglichkeiten. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, wenn man die breite Bevölkerung erreicht. Mit so einem Scheißtrick erreicht ihr keine Bevölkerung. Weil was ihr damit wollt, wird wahrscheinlich der minimalste Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt wahrnehmen. Für die Bevölkerung seid ihr nichts anderes wie Störer. Und damit habt ihr eure Sache, die ihr vielleicht sogar gut machen wollt, wieder an Bärendienst erwiesen. Wir hätten soziale Medien im Moment, werden vor einem riesengroßen Prozentsatz der Bevölkerung genutzt. Gerade als Greenpeace hätte man die Mittel und Möglichkeiten, da breite öffentliche Diskussionen zu starten. Aber man beschränkt sich lieber auf irgendwelche radikale Aktionen. Klar, man, wir haben es gestern gehabt, Verfassungsschutzbericht. Ne? Die Linksradikalen werden gedeckt, beschützt von der Regierung, vor solche Vollversager wie dem Hermann. Aber die schnallen halt auch nicht dabei, dass damit nichts erreichen, außer in der breiten Bevölkerung nur auf Unverständnis treffen. Und gerade wenn man die breite Bevölkerung in die Diskussion einbinden würde, käme man auf Lösungen, die alle Menschen helfen. Wo man nicht bloß irgendwie matzmäßig radikal seine Ideologie durchschraubt, sondern eine Umweltschutzlösung durchbringt. Aber da dran ist Greenpeace und Co. oder auch die Grünen, das ist ja alles ein Aufwasch. Da drauf ist denen ja überhaupt nicht gelegen. Sie wollen ja ihre Ideologie durchdrücken, auf Biegen und Brechen und auf Kosten vom Menschenleben, wenn es sein muss. Denn dann ist das völlig wurscht. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns am Freitag.